Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Village hier auf dem Kanal Mehrspieler. Wir können jetzt hier den vierten Flakon einlegen. Eigentlich habe ich so einen ganz guten Rhythmus, dass ich immer drei Folgen aufnehme am Stück, wenn es geht. Was dann auch für 3 Tage reicht. Aber das hier ist jetzt schon die vierte heute. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Also ich habe nach 3 Folgen habe ich häufig so das Gefühl, so ein bisschen... Okay, genug gelabert. Aber jetzt bin ich einfach neugierig. Jetzt müssen wir einfach durchziehen. Holy shit. Mal gucken, was passieren wird. Kelch des Giganten. Heisenberg aufsuchen. Okay, mit dem Kelch des Giganten müssen wir jetzt zum Zeremonienplatz. Jo, Brudi, ich bin da mal, ob er ihn kaufen würde, den Kelch des Giganten? Ja. Bin sehr gespannt, was Heisenberg zu erzählen hat. Mein Tipp wäre immer noch, dass er selbst, Was war das? Mutter Miranda loswerden möchte. Die 4 Statuen. Ich mache mal kurz die Kamera weg, falls irgendwas Episches passiert. Okay. Also irgendwo hat sich eine Brücke geöffnet und wir werden hier nach unten befördert. Mach dir keine Sorgen um das Kind. Es hat einen Puls. Holy shit. Ah. Okay, da vorne ist auch Heisenbergs Fabrik. Also wir landen doch noch da. Ein Speicherpunkt. Willkommen. Moreau bezwungen, Respekt. Hast in Amerika wohl schon Schlimmeres überlebt? Hm? Ich mag dich. Ich will mit dir über Rose sprechen. Und Miranda. Komm rein. Keine Sorge. Das ist keine Falle. Was soll das werden? Wartet kurz hier. Möglicher Zombie-Headshot. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll, Ethan. Ich bin ein bisschen... Alter Schwede. Ich bin selbst gespannt. Kurz, gibt's irgendwie Loot oder so? Dieser Heisenberg. Also ich... Egal, was er vorhat, ich glaube, wir werden am Ende trotzdem gegeneinander kämpfen müssen. Schießpulver. Hier kann ich nicht entlang, ne? Nee. Bin mal gespannt, ob hier auch Lykanten unterwegs sind.
Oh, das gefällt mir schon mal nicht. Also die scheint viele Etagen zu haben, diese Fabrik. Was ist denn hier passiert? Mia? Wahrheit und Leben? Gib's zu. Du denkst, wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Ich werde sie retten. Sieh mal, du verstehst das falsch. Verdammt, ich rede. Letzte Warnung, Penner! Bitte verzeih. Setz dich. Oh, wir werden sowas von rückwärts und abwärts zu dem Kettensägen-Typ machen. Die verarschen dich. Was soll das heißen? Dass das ein Spiel ist? Ich sagte, setz dich! Ein monströses Miststück. Eine Psychopuppe. Und ein Schwachkopf. Kapierst du nicht? Die testen dich. Ob du stark genug bist, Teil von Mirandas Familie zu sein. Ich will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an. Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich, nimmst meinen Platz ein. Denk nicht an das. Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst! Du und ich, Ethan. Wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Meine Tochter ist keine Waffe. Fick dich! Letzte Chance. Du willst nicht wissen, was da unten ist. Das Risiko gehe ich ein. Dein Kram. Ja, ich wäre dabei gewesen. Ich Tochter benutzen, klingt gut. Ding. Alter, wie riesig ist diese Fabrik. Okay, Sekunde, ist... Nein, Kran. Ist Mia Mutter Miranda? Ich bin komplett verwirrt über alles, was hier passiert. Hier oben wartet er doch bestimmt, oder? Ah, noch nicht. Dieser Helikopter-Head. Irgendwas ist hier.
Alter, wie viel hält der bitte aus? Verrückt. Okay, also hier haben wir es wieder mit solchen Gegnern zu tun. Alter, super. Super unangenehm hier. Ah, crazy. Hier ist irgendwie so der Schrottabteil. Aber was auch einfach so eine fette Fabrik hier macht. Naja. Aber ich hätte mir ja... Okay, ich meine, natürlich um seine Tochter, aber ich meine, das sind 4 gelbe Behälter. Also vielleicht hätte man dem Heisenberg da auch mal ein bisschen weiter zuhören können. Heilige Scheiße. Ich muss zurück nach oben. Was zur Hölle? Vielleicht hätten wir dem Heisenberg doch nicht zuhören sollen. Was? Was ver... Da hängen Leichen dran? Aber wir sind scheinbar in B4 Materials. Hier ganz unten sind wir. Hier kommen wir her, Disposal. Gibt's noch Herstellung, Lager, Elektronik. Und hier oben hast du die Garage. Holy shit, also das hier ist das, was man oben sieht. Und das hier ist die eigentliche Fabrik unterirdisch. Unterirdisch. Unter, ja. Leicht unerwartet. Schauen wir mal, ob Duke hier vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen für uns hat. Ein Fahrstuhl. Oh, du kannst... Du sitzt im Fahrstuhl in unser Shop. Willkommen. Verrückt. Na, guck mal, der hat aber nicht sonderlich viel Info sonst für uns. Ah, aber wir können unsere Waffen nochmal neu verbessern. Cool. Moment. Darauf habe ich gewartet. Aha. Ich könnte den halt zur absoluten OP-Waffe machen, aber die anderen sind halt auch wichtig. Schon gut, das war's. Ach scheiße, fick mich doch. Ach, so eine Wichse. Der hat jetzt hier Waffen drin, vollautomatische. Och nee, jetzt hab ich... Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ach scheiße. Was war das für ein Ding? Ja, das tut mir jetzt leid. Ich hätte da... Da hätte ich mir doch lieber vorher meine vollautomatische Waffe geholt. Anstatt alles aufzurüsten. Da müssen wir jetzt schnell nochmal durch. Speeden. Aber das dürfte ja machbar sein. So, da hinten kommen jetzt wieder unsere 3 Freunde. Dann kriechen wir hier nochmal durch.
Dann klettern wir nochmal hoch. Und dann können wir uns gleich ein schönes Sturmgewehr kaufen. Heilige Scheiße. Ich muss zurück nach oben. Aus der Fabrik entkommen. Das ist natürlich wieder so ein Szenario, wo wir eine klassische Resident Evil Verfolgung haben könnten. Hallo. Oh, yeah. Wobei, warte, steht hier auch eine Schreibmaschine? Ja. Dann lassen wir jetzt hier erstmal kurz den Speicherpunkt setzen. Jetzt können wir uns hier mal anschauen, was wir shoppen können. Also. Ja, sehe ich. Eine MP. Und ein Sturmgewehr. Halbautomatische Flinte. Moment, ist das... mit der sich zielgenau einzelne Gegner ausschalten lassen. Erweiterbar für noch bessere Feuerkraft. Das hier ist eine vollautomatische Maschinenpistole. Voll ausgerüstet, verfügt über beeindruckende Feuerkraft. Okay, ja, wir müssen uns jetzt für eins von beiden entscheiden. Also das hier ist Feuerrad und Nachladegeschwindigkeit. Feuerkraft ist halt heftig bei dem Ding. Das ist halt Einzelschuss. Das passt mir eigentlich ganz gut. Vielleicht solltest du erstmal ein wenig ausmisten. Ja, sollten wir Kauf abbrechen, ja. Gut. Wir. Wir müssen jetzt langsam mal hingehen und dann doch unsere alten Waffen verkaufen. Die Lemi, das war unsere erste Pistel, ne? Ja. Das hier ist die aktuelle Pistel, okay. Dann das hier war die erste Schrotflinte. Das hier ist die aktuelle Schrotflinte. Okay, man sieht doch schon den Geldwert. Rifle, den Werfer, das behalten wir natürlich alles. Okay, verkaufen wir erstmal die beiden. Brauchst du es nicht mehr? Knarren. Sie ist als Investition, Eve. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen aufräumen. Okay, jetzt sollten wir hier noch Platz haben. Nein. Ach, ich kann die zurückkaufen. Verrückt. Ich hoffe, es wird dir nützlich sein. Das hoffe ich auch. Zu hungern heißt zu leben. Die Upgrades sind halt alle geil. Boah, können wir viel machen. Holy shit, okay. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Glaube ich dir. Sehr teuer alles. Pistolenmunition, Scharfschützenmunition. Was für Munition lädt die denn? Scharfschützen nicht. Pistolenmunition aber eigentlich auch nicht, oder? Hey. Spiel. Lass mich vernünftig scrollen. Nein, so. Okay. Aber Munition ist auf jeden Fall praktisch. Da mal ein bisschen was zu kaufen. Flintenmunition auch. Scharfschützenmuni. Da hattest du ein Auge drauf, was? Okay. Hals- und Beinbruch. Ach, die lädt doch Schrotmuni. Also eine Schrotflinte ist das. Okay. Ja, Flinte. Hätte man drauf kommen können. Ja, die Frage, ob wir jetzt die alte quasi verabschieden können, weil ich muss mir das mal anschauen. Ausrüsten. Ja, okay. Aber die ist auf jeden Fall, die ist halt tatsächlich eine Standard-Schrotflinte. Die halt ordentlich ballert. Ordentlich Damage macht. Stets zu Dienst. Moin. Lass nochmal hier schauen. Also, die hier macht 960 Damage, die 1240.
Ja, da können wir uns von der hier ja schon fast verabschieden. Die brauchen wir dann eigentlich gar nicht mehr, ne? Die ist ja dann nur verschwendete Ressource. Ja, ich hätte mir gerne die vollautomatische geholt. Fuck. Naja, müssen wir jetzt durch. Ich weiß ja nicht, wie praktisch die vollautomatische letzten Endes auch ist. Was mich halt ein bisschen verwirrt, ist, dass da zielgenauer steht. Da dachte ich, das wäre vielleicht so ein Slug-mäßig oder so. Sollen wir die jetzt abgeben? Wir nehmen sie erstmal mit. Ja, wir können das später mal machen, wenn wir mehr Geld haben, dann können wir uns nämlich die vollautomatisch direkt auch noch holen. Ich will mir die jetzt erstmal in Action angucken hier. Okay. Also mit dir könnten wir hochfahren. Aber wir können auch hier weiter. Alter Schwede. Schon wieder so ein komplett anderes Setting einfach. Das ist wild. Eine Art Steuereinheit. Sieht leicht zerstörbar aus. Okay, also wir haben hier diese Gegner quasi mit der Abwandlung, dass sie Helme tragen. Wenn ich das richtig sehe. Oder eigentlich muss ich mir auch die Flinte mal angucken, ne? Ja, sie hat auf jeden Fall vermutlich auch eine höhere Reichweite. Ich hatte gehofft, dass sie einfach quasi eine... Ah, egal. Shit, okay. Wir haben hier ein Treppenhaus. Und das scheint Muster zu sein, diese Türen. Hier, die könnten wir von der anderen Seite öffnen. Hier können wir runter. Das hier erinnert mich gerade so ein bisschen an Resident Evil 7. Wo der Hausbewohner mit der Motorsäge war. Muss man noch angucken, was oben der Schalter macht, ne? Da unten war ja eine Tür, da scheint es auf jeden Fall weiterzugehen. Ah, hat nicht genügend Strom. Okay, ich muss irgendwie den Strom für den Bereich hier aktivieren, dann kann ich da in die Türe rein. Das kann ich ja vielleicht hier unten machen. Von der anderen Seite verschlossen. Blutig. Untersuchen. Stecken überall so Sachen drin und so. Okay. Versucht er hier Menschen zu verbessern. Hier könnten wir irgendwas einsetzen. Aber so eine Platte haben wir nicht.
Hier könnten wir auch irgendwas einsetzen. Sieht aus wie eine Gießanlage. Okay, die Shotgun One-Shot ist ja ziemlich. Also im Optimalfall mit der Pistole den Helm wegschießen und dann können wir mit irgendeiner stärkeren Waffe die ausschalten. Nicht genügend Strom. Kettensäge. Nee. Was ist das? Oh, so ein Bohrer. Okay, auf jeden Fall ganz schön weird, was hier passiert. Okay, Relief. Gut. Ah, ne, damit können wir... Du wirst doch locker aufstehen. Damit können wir das also gießen. Ja, ja. Kommt er raus? Das werte ich mal als ja. Hat sie ihn jetzt erwischt oder nicht? Ah. Schwachpunkt gefunden. In der Brust. Aber der beschützt den. Ich verstehe. Jetzt geht er zurück. Teilweise weird. Ich überrasche nichts mehr. Stalines Herz. Oh. Oh Leute, wir können nochmal einen Lockpick verwenden. Das ist ja auch verrückt. Gelbquarz. Ja, alles was Geld nimmt, gibt. Alles was Geld einbringt, nehme ich auf jeden Fall mit. Aber das ist ja auch geil, was jetzt hier wieder für Gegnertypen kommen. Und das können wir jetzt hier einsetzen. Crazy. Das öffnet die Wand. Ah, das war kein 100%iger Hit. Ja, das merkt er auch. Okay. Hat aber gereicht. Hier bräuchten wir einen Hufeisenschlüssel. Okay. Ah, noch ein Lockpick direkt. Magnum-Munition, 3 Stück. Holy shit.
Ja, das sind die Sachen, die leicht zerstörbar aussehen. Ich habe keine Ahnung, wo es uns hier hinschickt. Gießanlage, Schalter. Kann ich das von hier aus treffen? Da kann ich wahrscheinlich noch näher rangehen, ne? So wie unsere Munition bald schon alle ist. Da oben gibt es auch noch so ein Ding. Irgendwo hier. Ah, da hinten sind die unterwegs. Einige sogar. Der wird da hinten von dem Teil zermoscht. Der ist tatsächlich dadurch umgebracht worden. Crazy. Pistolenmunition vielleicht? Okay, da müssen wir uns im Optimalfall ein bisschen was herstellen. Okay, schon mal jeweils den ersten Headshot gesetzt. Sehr gut. Was hier? Wow! Was zur Hölle? Ach, du lebst noch? Holy shit. Sag mir das doch. Alter, ich hab gar keine Ahnung mehr, wo es uns jetzt hier... Mit null Orientierung, ich renne einfach. Eigentlich würde ich gerne Duke sehen. Gucken, wo mich sein Fahrstuhl hinfährt. Weil eine Etage konnten wir da ja anwählen. Aber ich habe halt null Ahnung welche. Ich hoffe, dass wir jetzt hier bald wieder Richtung Fahrstuhl kommen werden. Mal schauen. Von der anderen Seite verschlossen. Oh damn. Die könnten alle aufstehen und uns umbringen wollen. F aufschließen. Ah, sieh mal einer an. Das hier ist auch schon mal was Gutes. Ein Shortcut. Wo war ich hier? Okay. Ja, da würde ich auch zurückkommen Richtung Duke, glaube ich. Wo hatte ich jetzt die Tür aufgemacht? Hier. Da wird irgendwas die Wand durchbrechen oder ich kann sie aufbrechen. Ja, ich muss sie aufbrechen. Mechanisches Teil, Zylinder. Das konnten wir doch irgendwo... Können wir das irgendwo ansetzen? Ich glaub schon. Was ist hier gebraucht? Hier fehlt ein Zahnrad, okay. Aber Zahnrad habe ich nicht. Zehner Magazinstärke ist auch ganz geil für die... Blinte. Also wir werden die andere definitiv verkaufen können. Die spielt sich auch schon viel cooler als die andere.
Kann ich die Teile auch messern? Was haben wir hier? Oh, okay, da können wir uns ein Zahnrad mit bauen. Mechanischer Soldat. Modell Soldat Version 1.0. Leiche eines ausgewachsenen Mannes benutzt. Habe Herze entfernt und Cardo eingepflanzt. Muskelstimulation mit Elektroschocks erfolgreich. Hirntod, daher kaum kognitive Fähigkeiten. Bewegung nur durch Zerstörungswillen induziert. Danach Stillstand. Version 1.01. Kopfstück an Schädel angebracht. Elektroden melden stabile Gehirnströme. Erstes Experiment. Kampf gegen Lykans. Wurde nach 3 Minuten demontiert und gefressen. Fähigkeiten hinsichtlich Zerstörung und Tötung mangelhaft. Das sind vermutlich die, denen wir die ganze Zeit begegnen mit dem Kopfteil. Und dann, was haben wir hier? Unterarm durch Bohrer ersetzt. Bewegungsfähigkeit aufgrund des mangelnden Outputs unzureichend. Mit lebenden Körpern versuchen. Das haben wir auch gesehen. 1.15. Das ist direkt ein großer Sprung. Cardo-Reaktor in die Brust eingepflanzt. Deutlich verbesserter Output. Ach nee, das ist das, was wir... Den hatten wir mit dem Ding in der Brust, ne? Der zerstört Lykans. Okay, gute Ergebnisse, aber Probleme mit der Durabilität des Reaktors. Könnte bei Zerstörung des Reaktors unvermittelt die Funktion einstellen. Genau, das ist einer, gegen den wir gekämpft haben, wo wir in die Brust, ja hier, in die Brust geschossen hatten. Haben wir gemacht. Was haben wir hier? Öffnen. Da will ich nicht hin. Ja, erwartbar. Blockier einfach die Tür. Oh, du bist einer von denen. Lol. Mach da einfach die Tür auf, wie wild. Oh, der hat nur vorne drauf, das Ding, nicht hinten. Komm schon, Brudi. Okay. Ich weiß nicht, ob Schrotflinte gegen die wirklich so effizient ist. Aber passt schon. Wir können hier ein Zahnrad einsetzen. Also das. Ein Baustück für ein Zahnrad. Großes Zahnrad. Top. Okay, das Zahnrad brauchten wir irgendwo. 39 Minuten. Ja, pass auf, ich würde jetzt einmal kurz den Weg zurück zum Händler machen. Vielleicht auch mal gucken, wo die Etage hinführt. Weil das Ding ist, bei mir ist gerade auch im Hintergrund ein bisschen Action. Heißt, ich muss die Folge jetzt eh zeitnah beenden. Das bedeutet, das Zahnrad werden wir in der nächsten Folge einsetzen. Ich glaube, genau, das hier müsste ja der Weg zu Duke sein. Ja, hier entlang. Ich hoffe, dass ich den hier jetzt komplikationsfrei laufen kann im Weg. All diese Dinger, die von der Decke hängen, sind die erinnern mich zu sehr an Half-Life. Da habe ich Schiss, dass ich hochgezogen werde. Moin Duke, was geht? Ist okay. Wir saven erst nochmal ein Ründchen. Das fühlt sich gut an. Willkommen, Ethan. Willkommen, ich bin hier, um zu reden. Okay, Gelbquarz können wir abstoßen. Die Kristallschädel auch. Das kristallene Herz auch. Und dann... Was wohl passiert, wenn man sowas verkauft? So ein itemmäßiges, spielmäßiges Ding? Pass auf, dann stoßen wir hier die Waffe noch ab.
Und wenn ich jetzt kaufen möchte, kann ich mir tatsächlich auch die MP kaufen. Damit kannst du ganze Herden abschlachten. Das ist eine bessere Pistole wahrscheinlich, ne? Oder braucht die Pistolenmunition? Oder ich habe sie jetzt angekauft für 1,2. Wenn ich sie verkaufen würde. Würde sie noch die Hälfte bringen. Aber eine Maschinenpistole, ich bin so dumm manchmal, das ist unfassbar. Ja, zeig mal, was das Ding kann. Feuerkraft. 50.000, okay. Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit, Magazin, also alle wichtigen Sachen sind hier nicht mehr. Keine Ahnung, das Ding ist, macht das denn überhaupt Sinn, die zu haben? Zilfkugeln, ja, das sind die Pistolenkugeln. Öffne das Inventar, Munition herzustellen. Ich weiß ja nicht, ob das im Gegensatz zu der anderen Pistole überhaupt Sinn macht. Zeig mal her, Ankauf. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Der macht 200 Damage, die macht auch nur 180 Feuerkraft. Auf dem aktuellen Stand, ja gut, da macht es ja auf jeden Fall Sinn. Selbst wenn man halt nur Tap feiert, macht man ja mehr Damage. Okay. Dann können wir uns wahrscheinlich sogar von der Pistole trennen. Ist natürlich Poker, ob man das machen sollte oder nicht. Aber könnte man vermutlich. Sieh es als Investition, Ethan. Ich laufe erstmal ein Stückchen mit der MP rum, guck mir die mal an. Hals Aber wir sind in B4. Was passiert denn mit B1? Kann im Moment nicht verwendet werden. Okay, ja, das ist eine relativ simple Antwort. So, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder bei der Schmelzstation wieder und gucken, was da weitergeht mit dem Zahnrad. Alter, ist das krank, wo wir hier einfach gelandet sind schon wieder. Das ist echt wild. Holy shit. Ich hoffe jedenfalls, dass euch die Folge gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut, Leute.